Dieser Klang gehört inzwischen der Vergangenheit an. Seit dem 17. November hat Freihalden ein ganz neues Glockenläuten. Es sind diese drei Kunstwerke, die jetzt den Ton im Glockenturm der Pfarrkirche Maria Verkündigung angeben. Hergestellt wurden sie bei der Glockengießerei Grasmeier in Innsbruck. Nach der Renovierung der Pfarrkirche ist jetzt alles wieder perfekt. Wir haben für die neuen Glocken die gleichen Namen und die gleichen Inschriften, wie sie bei den alten Glocken waren. Die große Herz-Jesu-Glocke, die mittlere, die Marienglocke und dann noch die Heilig-Kreuz-Glocke. Insofern stehen wir in der Tradition und wir freuen uns auch darüber ganz besonders. Ein weiterer Grund zur Freude ist das 85-jährige Bestehen der Pfarrkirche. Sie wurde am 13. Oktober 1929 feierlich eingeweiht und in den vergangenen 193 Tagen komplett renoviert. Professor Dominikus Böhm hat sie 1929 angebaut an die bestehende Kirche, die einsturzgefährdet war. Es steht noch der alte Turm und er wollte, wie er selber sagte, eine kernige, dörfliche Kirche haben, aber wenn man eintritt ins Gotteshaus, dann merkt man, das ist mehr geworden. Die wunderschönen Bögen, die doch auch ein besonderes Kennzeichen Böhms waren und auch die Verwendung des Lichtes bis hin zu den herrlichen Glasfenstern mit Themen, die alle mit dem Auftrag der Kirche zu tun haben. Hier treten die Glocken die letzten Meter ihrer langen Reise an. Der Glockenwagen zieht zur Kirche mit Blaskapelle, Kreuz und Fahnen. Zahlreiche Ehrengäste und Vereinsabordnungen begleiten ihn. Bischof Konrad Starsa ist zu diesem feierlichen Anlass nach Freihalden gekommen. Diese Gelegenheit nutzt Bürgermeister Hans Reichert, um den Bischof um einen Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach zu bitten. Dieser Bitte folgt Starsa gerne, denn Kirchenglocken werden schließlich nicht alle Tage ausgemustert. Es war so, damals 1949 nach dem Krieg wurden die Glocken auf den Kirchturm wieder gebracht. Die alten wurden ja eingeschmolzen und es war natürlich damals die schwierige Zeit und man hat nicht dieses Material. Und wir hoffen, dass wir jetzt mit diesem Material, und man hat es uns fast zugesichert, ich hatte die Ehre beim Guss mit dabei zu sein, dass die vielleicht sogar 500 Jahre halten. Und wenn man dann beim Guss dabei sein kann, wenn man dabei sein kann, wenn sie hochgezogen werden, wenn man dabei sein kann, wenn sie zum ersten Mal klingen, dann ist das schon eine besondere Freude auch für mich. Eine ganz besondere Freude an einem ganz besonderen Tag. Dem Tag, an dem die alten Glocken ihren Dienst beenden und die neuen feierlich geweiht werden. Diese drei Glocken werden in den nächsten Jahrhunderten die Gläubigen zum Gebet rufen. Bischof Starsa salbte die Glocken mit Grisam, denn sie sollen von Gottes Botschaft künden, auch wenn sie dann nicht mehr aus nächster Nähe, so wie heute, zu sehen sind. Bischof Starsa schlug dann die Glocken zum ersten Mal an und verband damit einen persönlichen Wunsch. Dass die Gemeinde immer wieder die Glocken hört, zunächst einmal im Alltag und ans Gebet erinnert wird, aber eben vor allem auch am Sonntag oder zu den Gedenktagen und sich daraufhin einfindet und versammelt und sich ihrer Würde bewusst wird, Kinder Gottes zu sein. Während des Pontifikalamtes segnete Bischof Starsa Reliquien des heiligen Pfarrers von Ars. In seiner Predigt verwies er auf die schwierige Situation junger Menschen, die aufgrund der großen Wahlmöglichkeit Gefahr laufen, sich zu verzetteln. Eltern und Lehrer sollten Kinder und Jugendliche sowohl ermutigen als auch beruhigen. So helfen sie jungen Menschen, einerseits lernfähig zu bleiben und gleichzeitig sich in wichtigen Dingen zu disziplinieren. Ich glaube eben, mit einer Disziplin, die nicht militärisch-preußisch ist, sondern die aus einem Inneren kommt. Ich würde es eher so sagen, eine Disziplin, die von der Liebe geleitet ist. Und da merken wir, welche wichtige Aufgabe Eltern, Erzieher, Lehrer haben. Die können da Unendliches grundlegen. Die Kinder des Kindergartens St. Nikolaus haben es in ihrem Eröffnungslied mit Begeisterung gesungen. Es läuten alle Glocken, wir Kinder kommen gern. Für die Zukunft der Pfarrgemeinde wünschen sich hier alle, dass sich möglichst viele vom Klang der Glocken rufen lassen.